Hallo ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Bastelohase. So, heute ist Donnerstag, das heißt, heute ist Spin-Up-Time. Und ich möchte heute mit euch arbeiten mit den Stanzformen, der richtige Dreh. Das hättet ihr euch auch gewünscht. Mal einmal gucken, wie man damit arbeitet. Das Ganze werde ich jetzt einfach mal mit euch gemeinsam probieren. Und das sind die Schablonen dazu. Und damit kann man ja so eine Drehkarte machen. Genau, das werde ich jetzt mal mit euch gemeinsam probieren. Ich habe vorher schon mal ein bisschen gelinst, wie das funktioniert. Aber ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit und schauen wir mal, wie das so funktioniert. Können wir ja das mal zusammen versuchen. Und wenn das Video dann nachher hochgeladen ist, dann ist es halt was geworden. Und ich dachte mir, ich guck mal, ob ich da nicht so Richtung Werkzeug-Männerkarte noch mit ausmache. Einfach mal. So, nochmal in die Richtung. Das sieht man ja auch nicht ganz so oft. Ist ja immer wieder schön. Ich muss hier nochmal einmal durchgreifen. Ich muss nochmal was schauen, kurz. Weil ich glaube nicht nur. Ich brauche dazu theoretisch noch diese Briefklammern. Gerade mal gucken, ob ich die jetzt hier habe. Theoretisch habe ich die. Also ihr wisst ja teilweise, wie das ist mit Theorie und Praxis. Theoretisch sind sie da, praktisch weiß ich gerade nicht, wann ich sie habe. Genau. Ich gucke mal kurz, wie ich die habe und dann bin ich wieder da. So, da sind sie auch schon. Die Brads, genau. Die kleinen, runden und viereckigen Brads. Die brauche ich noch, um die Karte zusammenzusetzen nachher. Also um die Funktion zusammenzusetzen. Und ich arbeite immer wieder mit so meinen Lieblingstönen. Das hier ist einmal, das dürfte Savanne sein. Und hier habe ich leider das, normalerweise mache ich das jetzt immer, dass ich mir, wenn ich so eine Packung aufmache, ich habe die ja immer in diesen LP-Hüllen drin, dass ich mir hier den Aufkleber reinmache, wo der Farbton drauf Dings. Aber wenn ich das mit den Stempelkissen vergleiche, ist das, glaube ich, Savanne. Das müsste Savanne sein oder Sahara. Das ist auf jeden Fall Granit. Ne, das hier ist Savanne, genau. Das ist Savanne. Mein Lieblingsfarbton. Das ist Savanne, das müsste dann Sahara-Sand sein. Also eher ins Gräuliche und das ist klassisch Granit oder Schiefergrau. Wie gesagt, normalerweise mache ich mir das rein, habe ich in diesem Fall nicht. Aber da werde ich ein bisschen mit arbeiten. Und natürlich brauche ich die Stanzmaschine. Die hole ich mir jetzt auch einmal. Da nehme ich natürlich wieder die gute. So, Stampin' Up. Dann brauche ich hier einmal die Stanzformen. Also erstmal einmal diese, die mache ich mal als erstes. Das ist für die Karte. Hier hat man dann den Eingang, hier kann man dann drehen, da guckt das Drehrad dann raus. Ja, und die stanzt eben auch gleich einmal den Mittelpunkt mit, damit man weiß, wo dann nachher das Gedrehte rein muss. Ich muss mir mal einmal ganz kurz ein Lineal. Mal gucken, wie groß wird die Karte denn. 13 mal 13 mal 10. Das heißt, ich brauche diesen Aufsatz nur einmal. Das heißt, ich mache die Grundkarte wieder 14,5 mal 10,5. Ja. Arbeite das dann drauf. Also es wird ein bisschen spannend. Wie gesagt, ich mache das jetzt einfach mit euch zusammen. Ich hätte nur einmal ungefähr geguckt, wie das funktioniert. Das heißt, die kann noch einmal kurz wieder beiseite. Jetzt hier mehr Platz kriegen. Dann schneide ich mir einmal die Grundkarte zurecht. Die mache ich jetzt richtig. Ja. Die mache ich mir einmal in diesen Grauton. Und dann wie immer bei 14,5 mal 10,5 ganz normal wieder. Bei 10,5 einmal prägen. Und einmal falzen.
Mal zur Hand haben, das ist eine gute Idee. So, jetzt die Karte mache ich. Ich mache das mal Savanne. Ja, das mache ich mal in der Sahara. Mache ich mal die Grundkarte. Da schneide ich mir jetzt aber auch einfach nochmal ein 14er 5. Ne, es reicht 14. Ja, dann mache ich einfach 14. Dann habe ich da noch ein gutes Stück über, mit dem ich sonst immer Grundkarte machen kann oder so. Und da mache ich jetzt einmal die. Da stanze ich mir jetzt einmal schon mal das hier aus. Das passt in der Breite, genau. Und das Ganze passt in der Breite auch definitiv durch die Stanzmaschine. Das brauche ich dann schon einmal. Dann brauche ich jetzt die Stanzmaschine. Das kann weg. Dann brauche ich mein gutes Maschinchen. Die Waage brauche ich jetzt nicht. So. Und dann wie immer einmal die Platte 1, die Platte 2, einmal die Schneideplatte. Ich muss gerade mal gucken. So, das muss ich mal wieder so rumdrehen. Wie gesagt, die Schneideplatte am besten immer mal wieder drehen. Die weißen Platten, damit die sich in beide Richtungen biegen. Dann legen wir uns einmal das hier drauf. Das brauche ich mir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt fixieren, weil ich da ja keinen Stempel drunter habe. Das ist, wenn es gleich ein bisschen verrutscht, ist das nicht ganz so schlimm. Hauptsache, es liegt noch drauf und das tut es. So, und dann jetzt das Ganze. Ich muss gerade mal gucken, mache ich gerade irgendwas falsch? Nee. Jetzt hat er gefasst. Gut, die Stanze lag ziemlich weit vorne an. Scheint etwas fester durchzugehen. Genau, jetzt haben wir einmal schon mal dieses Teil. Und da haben wir einmal den Rand geprägt. Und das ist doch eine wunderschöne Prägung hier. Sieht aus wie so eine Naht von Leder oder so. Ich finde, das sieht auf jeden Fall auch schon mal klasse aus. Ne? Wie gesagt, beim ersten Mal gleich durch. Hat wieder super gestanzt, gleich auf Anhieb. Das ist immer gut. Und mal gucken, passt dieser Farbton. Ja, ja doch, das passt doch soweit ganz gut zusammen. Da muss ich mal gucken, ob ich einen zweiten Farbton noch hinter mache. Ja, wahrscheinlich wird das dann besser. Ich muss eventuell eh noch ein bisschen hocharbeiten. Dann muss ich noch mal gucken. So, als nächstes brauche ich dann einmal das Rad, was ich hier reinmachen möchte. Wie ihr seht, das passt da dann rein. Und hier an der Seite kann man dann drehen und dann hat man theoretisch drei Sichtfenster, wo man dann was reinstempeln kann. Oder auch Designpapier reinmachen kann. Oder. Und da kann man zum Beispiel hiermit, kann man, wenn man diesen Dreieckstanze hier nimmt, das ist halt genau die Größe von diesem Fenster hier. Das heißt, wenn man das machen würde, dann hätte man da zum Beispiel eben die Größe davon, könnte damit Symbole arbeiten, beziehungsweise muss man damit auch noch mal einmal hier oben halt gucken, dass man einmal reinstanzt, ich habe gerade noch einen in die Hauptkarte, damit man einmal dieses Sichtfenster hat. Ja. Genau, also ich mache das Sichtfenster jetzt gleich einmal mit und dann muss ich noch mal gucken, wegen Farbton für das Rad. Und da nehme ich jetzt einfach mal meinen Lieblingston Savanne oder mit Lieblingston Savanne. Nehme ich mal so ein Stückchen hier, was gut passt. Einmal gucken, welche Seite ich brauche. Und dann mache ich mir hier auf der Karte auch nochmal. Ich kann mir das jetzt aussuchen, ob ich das zum Beispiel nach oben will. Ja, ne? Also das kann ich jetzt natürlich ein bisschen individuell legen hier. Könnt ihr das sehen? Es ist ein bisschen schattig, ne? Ich
habe hier leider von hinten ein bisschen Schatten. Ich muss mal gucken. Ich glaube, so seht ihr das besser, weil das auch gut sehen können, was ich mache. Damit kann man halt dieses Sichtfenster machen. Und man hat halt hier unten hat man ja das Loch von der Stanzung. Und um das Ganze jetzt so richtig exakt zu platzieren, ist ein guter Trick. Ich muss gestehen, den habe ich mir auch abgeschaut. Aber ich gebe ihn euch gerne weiter. Da brauche ich jetzt einmal schon mal eine von denen hier. Gucken wir, eine kleine. Aber ich mag ja schwarz, ne? Ich finde, schön schwarz geht immer. Ich nehme jetzt auch mal schwarz. Kann man natürlich auch weiß nehmen oder nachher einfach was drüber kleben, wenn man die nachher draußen hat. Und dann kann man jetzt hier einmal durch dieses Loch ganz normal die Klammer durch. Diese Briefklammer quasi. Beziehungsweise, wie nennt sich die noch? Spreizklammern. Brads. Brad Pitt. Ja, mache ich mir die hier einmal rein und dann kann ich mir das hier einmal ganz genau fixieren, dass das in der Rundung richtig liegt. Gut, hätte ich jetzt eine breitere nehmen können. Aber so kann das mir nicht so doll verrutschen. Das heißt, das passt nachher noch mit dem Rad dann genau. Das ist ja auch wichtig. Das pflanze ich mir jetzt einmal mit aus. Jetzt brauche ich wieder meine Stanzschrauben. Dann wieder einmal drehen. Ja, ihr merkt es vielleicht, es ist so, wenn ich so wie jetzt in letzter Zeit öfter einfach so losbastel. Und das was ist, was ich noch nicht oft gemacht habe, oder wie in diesem Falle noch gar nicht, ist das natürlich schon so, dass das mir etwas schwerer fällt noch, also weil ich ja währenddessen noch mehr denken muss, als wenn ich das Ganze schon mal gemacht habe. Und dann merkt ihr vielleicht, dass ich dann auch teilweise etwas zerstreuter bin, durcheinander bin als sonst. Da müsst ihr euch dann nicht wundern, es liegt einfach daran, dass ich halt, wie gesagt, das noch nicht so oft gemacht habe und mir so ein bisschen die Sicherheit fehlt. Kennt ihr vielleicht auch. Ich hoffe einfach, ihr könnt mir trotzdem immer gut folgen. Ich mache das aber nochmal anders, damit es... Nee. Wenn ich das jetzt festklebe, habe ich Angst, dass ich das... Ich werde jetzt kurz überlegen, theoretisch könnte man jetzt hier diese Stanze natürlich nochmal fixieren mit ein bisschen Washi-Tape oder so. Ich mache das jetzt nicht. Ich habe Angst, dass ich nachher da mir die Karte kaputt mache. Obwohl. Stopp. Ne, das meine ich so. Also, jetzt während des Denkens ist mir eine Idee gekommen. Ich kann das ja ganz einfach machen. Hier ist ja keine, oder? Ach so, ist doch Prägung. Nee, geht doch nicht. Ich dachte erst, ich kann das ja einfach auf die andere Seite machen und von unten durchstanzen. Und dann kann ich die Rückseite, wenn ich da was drauf mache, ist das ja nicht so schlimm. Funktioniert aber nicht, weil hier ist auch diese tolle Prägung. Und die möchte ich mithaben, hier von dem. Und die möchte ich mithaben. Das heißt, ich muss das doch so machen. Aber ich nehme mir jetzt einmal ein etwas größeres Brett hier. Fürs Fixieren nehme ich jetzt einmal ein weißes. Weil mit dem kleinen Brett von eben ist das doch hier sehr wackelig, habe ich festgestellt. Das ist nicht ganz so toll, finde ich. Dann fixieren wir das Ganze einmal damit. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Stanzen gut trotzdem geht. Müsste aber eigentlich noch durch. Ja, jetzt natürlich ein bisschen dicker. Ich hoffe, das geht noch richtig gut. Na, ich probiere das mal. Ich probiere das mal erstmal nur... Ne, ich sehe schon, das wird so nichts. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, da mache ich mir keine Freude mit. Das muss ich doch anders machen. Und das muss ich gucken, dass ich da nachher was drüber arbeite. Wie gesagt, ihr seht, das ist jetzt mal wirklich jetzt komplettes Live-Basteln. Ja, nicht, ne? Also komplett planlos basteln von mir. Einfach mit euch drauf los, ohne vorher das gemacht zu haben. Kurz gucken, ich muss mir die doch einmal leicht fixieren. Ich muss das mal hier oben so vorsichtig ein bisschen einfach nur. Einfach nur, dass sie nicht so ganz verrutschen kann. Genau. Ja, nicht gut. Dann ist einmal
die zurechtschneiden. Hier kurz ein bisschen das Papier noch ein Stückchen kürzen hier. Ist mir noch zu lang, dass das hier gut mit drauf passt. Die brauche ich jetzt ja nicht fixieren. So, einmal die Brads, die vorsichtshalber zumachen, sonst habe ich die hier gleich im Raum verteilt. Ich kenne mich. Selber beim Arbeiten. So, und jetzt fröhlich kurbeln. Ja, jetzt geht es auch leichter. Ich weiß nicht, eben lag wahrscheinlich einfach die erste Schanze zu dicht an der Kante. Dann hat er das manchmal, dass beim ersten Mal der Druck ein bisschen höher ist und dadurch das ein bisschen erstmal beim ersten ein ganz bisschen schwerer durchgeht. So, jetzt einmal ganz vorsichtig. Ja, das geht. Na, wenn ich das jetzt hier einmal ganz vorsichtig abziehe, langsam, nicht zu schnell, dann kriegt man das auch gut ab. Aber jetzt habe ich hier eben auch diese Prägung und das wollte ich ja haben. Ne? Dass ich da auch diese Nahtprägung quasi habe. Habe ich jetzt die Oberkante einmal fertig. Und einmal das Drehrad fertig. Und ihr seht schon, man hat jetzt hier, sieht man auch, wo dann die Bereiche sind, die dann nachher außen zu sehen sind. Das hat ein bisschen reingeprägt. Es ist natürlich ganz gut, dass man das jetzt ein bisschen mehr sieht. So, man kann das einmal kurz weg. So, jetzt habe ich das Rad fertig und wie ihr seht, passt das da jetzt schön genau hinter. Ja, theoretisch dreht man das jetzt ja einfach weiter. Ja, und dann hat man hier den nächsten und den nächsten. Und genau, hier oben hat man das Fenster, wo man halt sieht. Ich nehme mal kurz ein Brad, dann kann ich euch das einmal genauer zeigen, was ich jetzt meine. Nehmen wir mal einmal einen größeren. Jetzt hat er mal kurz einen weißen. Ja. Kann man jetzt mal durchdrehen, dann sieht man hier, jetzt hat das, einmal das volle, dann sieht man auch die Schüsselstriche. Und dann hat man wieder das volle Dreieck und das sind halt die Bereiche, die genau Schüsseln passen. Theoretisch kann man jetzt hier einfach schön immer drehen und dann kann man die Motive durchdrehen, die man da halt drauf macht. Da kann man jetzt zum Beispiel Sprüche drauf machen, da kann man sich das jetzt am überlegen, den Werkzeug drauf machen, getreut, in welchem Bereich arbeite ich denn heute, welches Werkzeug nehme ich denn heute. Einfach nur mal so als Idee. Ja? Ich muss mal kurz gucken, ob die denn gut passen, also ob das überhaupt passt, so wie ich mir das vorstelle. Ach, ich sehe schon. Ich sehe schon. Muss mal gucken, ob die kleineren passen. Ja, Stechbeile passt. Die Säge nicht richtig. Ich glaube, ich muss gleich nochmal umdisponieren. Die Idee gefiel mir schon ganz gut, aber wenn ich das jetzt so sehe in der Umsetzung, glaube ich, habe ich mich leider ein bisschen... Oder ich mache das, ich könnte jetzt natürlich hier auch einfach, genau, mehrere Sprüche drauf machen. Genau, so mache ich das. Ich mache diese drei Sprüche drauf. Das passt doch gut. Wir sind jetzt zwar in Englisch, aber das ist mir jetzt gerade mal egal. Ich sehe gerade, die habe ich noch gar nicht benutzt hier. Doch, meine 1000 Talente habe ich benutzt. Ich mache hier jetzt erstmal diese drei Sprüche drauf. Ich finde irgendwie, das passt. Dazu nehme ich mir wie immer einmal so einen Stempelblock. Ich nehme hier meinen kleinen Clearstamp, den habe ich hier einfach immer liegen. Ich finde, damit geht das gut. Und wieder meine liebste Stempelfarbe Espresso. Espresso oder Weltleder. Aber Espresso... Bei diesem Farbton Espresso ist Espresso mit am besten, finde ich.
So, dann einmal den. Der sieht schon mal schick aus. So, Schrubbox nicht vergessen, mal stempeln. Wichtig, wichtig, wichtig. Immer gleich sauber machen. Das finde ich wichtig. Es sei denn, ich weiß, dass ich den Stempel mehrfach brauche. Mehrfach hat er gleich eine Farbe. Also dann muss man das, mache ich das nicht unbedingt. Aber ja, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Reihe stempel oder so, dann mache ich ihn nicht jedes Mal sauber, wenn die Farbe gleich bleibt. Aber insgesamt ist es sinnig, das gleich zu machen. So. Dann den nächsten Spruch. Du wirst all das und mehr. Den mache ich jetzt hier einmal drauf. Den auch schon mal wieder sauber machen. Und den letzten einmal. Mal gucken, dass er natürlich auch richtig rum drauf ist. So. So sieht es gut aus, glaube ich. Schraube kurz weg. So, Stempelkissen. Wie immer mache ich mir es lieber einmal zu, aber nicht ganz weit weghacken. Vielleicht brauche ich das noch. Einmal kurz wieder ein bisschen zusammenpacken, hier einmal kurz wenigstens. So. Wie ihr seht, hier sind ja auch ganz viele Formen, die man auch nehmen könnte. Man könnte diese Sterne, die Wolken reinmachen. Wenn man zum Beispiel für ein Kind oder so die Karte macht, dann könnte man hier Sonne, Mond und Sterne sowas machen oder sowas. Ne? Also gibt es ja ganz viel. Oder hier mit diesen Herzen, dann hat man diese zum Ausstanzen. Und was man eben auch noch machen kann, ist, vielleicht mache ich das auch noch. Man könnte jetzt, ja, die Idee ist gar nicht schlecht. Man kann das auch noch anders machen. Man könnte jetzt auf das Rad noch so eins mit drauf machen. Und zwar ist das eigentlich gedacht, dass das hier außen sich dreht. Ne? Da muss ich mal gucken. Obwohl das natürlich dann die Sprüche verdeckt. Ja, ich habe gerade nur die, also man kann ja damit auch noch was ausstanzen. Problem ist natürlich nur gerade, dass das nicht hinhauen wird, dass er mir die Art jetzt nicht verdeckt. Die Sprüche, also wenn man das jetzt hier mit drauf macht, dass sich das mitdreht so ein bisschen. Na, ich probiere das gleich mal aus. Kann ich dann ja sonst nach dem Zusammenbauen immer noch anders machen, aber da habe ich eventuell noch eine Idee. Ja, man kann das nämlich auch so machen, dass sich das eben, dass man das Sichtfenster weglässt oder auch trotzdem macht und da nur was hinterstempelt. Das ist ja auch eine Idee, dass man sagt, ne, man macht jetzt hier nur einen Stempel, einen Spruch oder ein Bild hinter. Und dann kann man das auch so machen, dass sich eben nicht in der Karte was dreht, sondern außenrum. Ich will jetzt mal gucken, ob das geht, dass sich das mitdreht. Das wäre jetzt nochmal, finde ich, spannend zu wissen, ob das vielleicht funktionieren könnte. Ihr seht schon, ihr müsst heute einfach mal meine Idee mit mir durchgehen. So, jetzt müssen wir gucken, am besten einen runden, der vielleicht passen könnte. Ja, das ist jetzt fast ein bisschen klein. Ja, ich muss mal gucken. Das ist jetzt natürlich eventuell doch ein bisschen motivmäßig ein bisschen zu klein, was ich jetzt hier gerade dachte. Ja, nee, das mache ich jetzt doch nicht. Ich mache jetzt nur die eine Variante. Dann mache ich die andere Variante mit euch nochmal einen anderen Tag. Das passt jetzt so nicht. Ich muss mal kurz umzwitschen. So. Kurz durchatmen. So. Das heißt, wir haben das jetzt soweit, dass ich das zumindest soweit zusammenstecken kann.
Dann brauche ich jetzt mal einen kleinen Brett. Nehme ich weiß oder nehme ich schwarz? Ach, ich nehme weiß, da kann man ja immer noch was drüber kleben dann sonst. So, das Ganze jetzt schön fest. Ne? Also hinten einmal die Spreizen, die Klammer, wo ich ein bisschen dichter dran. Ne? Nicht zu doll, also nicht zu viel Druck, aber so, dass sich das gut drehen lässt, aber nicht zu locker ist. Wie ihr seht, kann man das Ganze dann schon einfach drehen. Und eigentlich ist das schon fast das ganze Geheimnis dieser Karte. Also wie man die zusammenbaut, wenn man das so macht. Ich mache die jetzt natürlich weiter mit euch. So. Die Bretts können einmal beiseite. So, ich mache hier mal einmal kurz wieder ein bisschen mehr Platz auf meinem Schreibtisch und dann geht's weiter. So, ich habe mir mal kurz so ein bisschen Platz gemacht. Ich mache hierfür jetzt einmal nochmal eine so ein bisschen Rückseitenkarte, dass das hier nicht da direkt drauf liegt. Ja. Bevor ich gerade überlegen bin, das ist ein bisschen blöd mit dem Rahmen. Ne? Ja, diesen Rahmeneffekt, den ich habe. Ich bin gerade überlegen, oder lasse ich das einfach so? Ich muss das Ganze ein bisschen höher kriegen. Muss ein bisschen Abstand sein. Muss mal kurz was gucken. Und zwar, wenn ich von den Dimensionals. Ja. Da kann ich nur gucken. Genau. Das heißt, ich mache hier den Rahmen. Ja, der klebt ja auch. In der Mitte sind die ja und dann hat man diesen Rahmen. Und mit diesem Rahmen werde ich jetzt hier Abstandshalter bauen. Und dann werde ich die Karte, also ich werde die Karte zu Ende machen, dann werde ich die damit drauf machen. Dann lässt sich das nicht besser drehen. So werde ich das machen. Ich muss nur mal kurz gucken, was ich jetzt hier noch mit der Karte mache. Da muss auf jeden Fall noch ein Spruch drauf. Ich finde den ja eigentlich ganz schön, denn für den Mann der 1000 Talente. Obwohl. Ja, doch. Doch, der passt. Hm, der passt. Mache ich einmal den. Und ich werde da noch ein bisschen stempeln. Und zwar werde ich mit diesen Stempeln mal gucken. Ich werde hier noch so ein bisschen die Karte noch so ein bisschen mit Nägeln und so verzieren. Genau, da kann so der Spruch hin. Hier vielleicht so der Hammer. Passend zu den ganzen Nägeln. Da kann der Spruch sonst ein bisschen drüber. Ja, ja, ich glaube so. So wird das was. Oder nehme ich den Hobel. Ich müsste gerade mal ein bisschen für mich legen. Aber eigentlich kann man mit Stampin' Up nicht blöd. So, ich glaube, würde ich sowieso machen. Der Spruch kommt hier oben so ein bisschen hin. Nicht ganz mittig. Ja. Jo, so mache ich das. Einfach kurz und schmerzlos. Ne? Und wie ihr seht, während des Prozesses passiert mir es auch immer gerne mal, dass ich einfach nochmal umdenke, weil der erste Gedanke, den ich hatte, vielleicht nicht so ganz funktioniert. Aber das Schöne ist ja, man kann ja kurzfristig umdisponieren und gerade auch mit Stampin' Up, finde ich. So, wie kurz gesagt, mit Stampin' Up kann man ja immer herrlich gut nochmal kurz umdisponieren. Ich meine, mit anderen auch. Mit Stampin' Up geht das super, finde ich. Also nur kurz so ein bisschen umswitchen.
So, dann kommt da einfach mal ein paar Nägel hin. Dann einmal mit der Hammer. Kommt hier so ein bisschen schräg in die Ecke. Einfach nur so als leichter Abdruck. Sieht aber auch toll aus, finde ich, dieser Hammer als Stempel. Ich finde ihn schön. Ich finde, das geht gut. Dann kommen hier in die Ecke sonst auch noch mal ein paar Nägel hin. So ein bisschen für die Gleichmäßigkeit. Auch bei diesen Stempeln nach Möglichkeit gerade nach oben wieder abheben und nicht verkanten beim, also nicht nach links und rechts runterdrücken, sondern gleichmäßig abstempeln, geht definitiv immer besser als wenn ihr an den Seiten mehr Druck macht oder das seitlich abhebt. So, dann nehme ich nochmal eine andere Farbe, der passt gut, weil den will ich jetzt wieder ausstanzen. Da werde ich wahrscheinlich wieder den Briefmarkenstanzer nehmen. Den finde ich da eigentlich immer ganz schick für. So, einmal schön abdrücken. Den Stempel. Der kann da schon mal wieder hin. Das kann weg. Einmal kurz ein bisschen, ne, seid ihr noch da? Ja, wackelt nicht, ne? Gut. Ich hole mal kurz den Briefmarkenstanzer. Ich lasse die Kamera so lange an. Ist nicht weit weg. Da ist er. Ja, hier dieser gute, der macht ja so eine Umrandung wie bei so einer Briefmarke. Den finde ich immer schön. Den nehme ich gerne für solche Objekte. Da passt das nämlich super, der Spruch. Quasi haargenau rein. Ich finde, das ist doch einfach mal schön. Na, wie ihr seht, das passt super. Dann haben wir das auch. Dann können wir den Spruch hier draufsetzen. Genau, den setze ich hier so ein bisschen schräg. Den setze ich auch wirklich mit. Da nehme ich mir auch hier Dimensionals, zwei Stück von den großen, ein bisschen 3D-mäßig. Ja, das, ich muss kurz zu. So, der kommt dann hier so hin, so ein bisschen. Bisschen schräg, finde ich, ne? So ein bisschen Lebendigkeit drin ist. Jetzt mache ich hier noch kurz was für den Brett fertig, dass der nicht so zu sehen ist. Der ist mir noch zu doll zu sehen. Da hatte ich aber hier was gesehen, und zwar nehme ich das Nummer 1 oder nehme ich die Schraube. Ich muss mal kurz gucken, passt die Schraube. Das wäre natürlich optimal, wenn die jetzt gut passt. Mal Größe hier. Ja. Das ist super. Dann machen wir da kurz den Aufkleber drauf, damit ich weiß, welcher Stempel das ist. Ja. Dann muss ich alle nochmal machen. Hier habe ich bei dem Set habe ich geluscht. Da habe ich mir noch nicht alle Aufkleber oben drauf gemacht, um zu sehen, welcher Stempel das ist. Liegt aber daran, dass ich das bis jetzt auch nur einmal benutzt habe und auch nur den Spruch mit der anderen Männerkarte, die ich mal euch gezeigt hatte. Deswegen habe ich die da nicht drauf. So, ich will jetzt einmal diese Schraube machen. So, einmal Stempelblock. Da setzen wir einmal noch mal schnell
Wo habe ich meine Schrubbox? Keiner verlässt den Raum. Da oben habe ich sie hingelegt. Ja, wenn die Sachen nicht wieder dahin tut, wo man sie immer hat, dann kann man auch mal durcheinander kommen, beziehungsweise dann muss man einfach mehr suchen. Ne? Wie war das? Ja, auch mal ein bisschen nur zu voll zum Suchen. Aber ich merke das langsam, dass ich doch beim Basteln mehr und mehr das gerne habe, dass ich meine Sachen wirklich immer wieder da habe, wo ich sie vorher auch hatte. Da kann ich doch einfach besser mit um. So, genau, habe ich eine kleine runde Schanze. Mal gucken, ob ich hier vielleicht bei dem Original-Set doch noch irgendwas bei, was da passt rund. Nicht ganz. Okay, da muss die Schere her. Dann wird das Ganze jetzt einmal ausgeschnitten. In rund. So gut es geht. Ja, ihr seht schon, rundschneiden ist jetzt nicht unbedingt meine Königsdisziplin. Da ist die Königsdisziplin, das ist jetzt nicht unbedingt meine Spezialität. Aber wie heißt das immer so schön? Nicht die Schere bewegen, sondern das Papier bewegen. Und natürlich nicht vergessen dabei zu schneiden, denn schneidet man auch eher die Form, die man haben möchte, und es wird runder. Er ist jetzt nicht hundertprozentig rund, aber ich glaube, das fällt auch jetzt nicht so auf bei diesem kleinen Objekt. Es geht mir nur darum, dass ich jetzt hier ein bisschen den Brett ein bisschen so abdecke, dass das nicht so hundertprozentig zu sehen ist. Ich glaube, das ist ganz okay mit dem Verdeckten. Da mache ich mir jetzt ein Tröpfchen Tombow drauf. Klippe es damit da drauf, dass das Ganze auch so ein bisschen zusammengeschraubt aussieht. Ist ja auch passend, ne? Seht ihr? Jetzt die kleine Schraube drauf. Das Bild ist jetzt nicht mehr so doll zu sehen. Man kann jetzt hier schöne Sprüche durchdrehen. Jetzt geht alles gut. Bin überlegen. Noch ist sie eventuell ein bisschen schlecht. Bin überlegen, ob ich hier oben in die Ecke auch noch was mache. Mal einmal gucken hier bei diesen tollen Stempeln. Ja, dachte, der Stechbeitel kann da noch hin. Und vielleicht nochmal die Nägel. Ja, das ist mir ist das einfach noch irgendwie zu wenig. Ich brauche da jetzt heute einfach mal mehr drauf. Ja, einfach mal ein bisschen mehr drauf stempeln. Ist ja ab und zu auch mal schön. Mir gefällt das heute einfach besser, wenn sie nicht zu schlicht ist. Ich habe nur nebenher schon mal ein bisschen meine Schrubbox wieder ein bisschen angefeuchtet mit dem Stampin' Mist. Damit ich da gleich besser wieder sauber machen kann. Und jetzt zu trocken ist, dann funktioniert das nicht so gut mit dem Saubermachen. Ja, und da haben wir das wieder schön in Stempelkissen gefasst, weil es mir runtergefallen ist. Ja. Aber ich habe hier immer Feuchttücher, damit ich einmal schnell zumindest schon mal die schlimmste Stempelfarbe wieder von den Fingern kriege, wenn ich solche Aktionen habe. So, Finger wieder sauber genug zum Weitermachen. So. Kommt hier an die Ecke einmal der Stechbeutel. Mal sauber machen. Ja, ich habe heute Vormittag einen schönen Marsch mit Lotta und die Lonka gemacht. Wir haben jetzt zwei Hunde. Und ich glaube, die beiden sind immer noch platt. Ich habe das Gefühl, ich habe die heute ein bisschen damit platt gekriegt. Aber das ist ja auch gut. Ne? Das muss ja sein, die brauchen ja. Die liegen hier nämlich die ganze Zeit und pennen vor sich hin. Aber das auch.
wichtig. So, jetzt kommen hier einfach nochmal die Nägel hin. Ja. So, damit wäre das Ganze soweit. Die beiden Sets können wieder weg. Ganz wichtig, oh, ich vergesse das schon nicht. Stempelkissen zumachen, damit er nicht reinfasst. So, ich finde doch, an sich kann sich das doch schon wieder sehen lassen. Dafür, dass ich komplett ohne Plan gearbeitet habe, finde ich das eigentlich ganz gut. Könnt ihr mir ja gerne mal sagen, wie viel ihr diese Karte findet. Und ob das okay war von euch, für euch beim Zuschauen heute oder ob ich zu planlos war. So, das Ganze kommt jetzt natürlich nochmal auf die Grundkarte drauf. Und wie gesagt, dazu nehme ich mir von den Dimensionals einfach die Ränder hier. Das reicht von der Höhe her. Es gibt ja auch so 3D-Klebeband und so, gibt es ja auch extra. Ich mache jetzt aber einfach das, weil das hat man ja sonst eh über. Und bevor man das wegschmeißt, schneide ich mir das einfach so zurecht, dass ich das nehmen kann. Ist dann doch eigentlich einfach viel sinniger. So, das ist noch ein kleiner, den klebe ich mir noch wieder rein. Und dann schneide ich mir hier schon mal einmal. Bisschen das hier ab, ein bisschen schräg. Ja, muss ich mir in der Mitte ein bisschen die Zacken rausschneiden hier, damit das das Rad da nicht blockiert. Dass es da nicht zu dicht an dem Drehrad dann dran ist, damit das da weiterhin gut zu sehen ist, also gut zu drehen ist. So, dann einmal ruhig mit ein ganz bisschen Abstand zur Kante. Dann vorne, da brauche ich nur ein kleines Stückchen. Komm, reicht das schon? Ja, das ist sogar schon zu viel. Na, ich schneide mir das jetzt, wie gesagt, hier einfach ein bisschen einfach zurück. Passe mir das hier ein bisschen an die Ecken. Ja. Und so mache ich das jetzt einmal rum. Und wenn ich das fertig habe, dann geht es weiter. Da müsste jetzt ja nicht die ganze Zeit bei sein. So, ich habe mir das jetzt hier einmal außen rumgeklebt. Jetzt pulle ich hier noch die Trägerfolie ab, die Schutzfolie ab. Ich habe das ja einmal einfach nur grob gemacht. So. Man sieht das ja nachher nicht ganz so genau von der Seite. Wenn da so ein bisschen frei ist, kann man bestimmt auch noch sauberer machen. Also, wer will noch genauer machen? Ich mache es jetzt einfach auch der Einfachheit halber ein bisschen grober. Und jetzt habe ich aber den Vorteil, dass wenn ich mir das jetzt hier auf die Karte setze, dass ich, wie wir gleich sehen, so einmal peilen, so dass das ungefähr schön mittig liegt. Ich glaube, so sieht das gut aus. Ja. Hm. So, ganz ein bisschen Abstand. Ich hatte die Karte noch mehr Tiefe und vor allen Dingen kann ich jetzt hier aber wenigstens so das gut drehen. Also man hätte jetzt auch noch von hinten hier eine Karte zur Stabilisierung ranmachen können. Aber ich finde, das geht so. Ja, und man kann jetzt hier, kann man jetzt schön das durchdrehen. Also dann hat man einfach mit diesen perfekte Drehset und ein bisschen andere Sets, ein bisschen Stempeln, einfach mal eine schöne Karte mit halt so einem, ja, Spieleffekt. Ne? Ich finde das ganz süß, man kann hier einfach fröhlich drehen und wie gesagt, das könnt ihr auch noch ganz, ganz viel anfassen.
und solche Sachen. Und mit dem anderen Effekt, wie das ist, wenn hier draußen was ist zum Drehen, werde ich auch nochmal eine Karte mit euch machen. Also das ist nicht definitiv nicht die einzige Karte, die ihr mit diesem Set seht. Also mit diesem der perfekte Dreh, weil an sich ist das eine nette Spielerei und man kann mal so eine kleine Spielerkarte machen. Und ich liebe sowas. Ich mag irgendwie so kleine Sachen, wo man einfach so ein bisschen dran rumkurbeln kann. Das ist einfach immer noch mal so ein kleiner, netter Effekt. Ja, und das kann man ja alles ein bisschen individuell anpassen. So, das war mein Stamp-It-Up-Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen, auch obwohl ich etwas ohne Plan losgelegt habe, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet mir trotzdem folgen. Lasst mir doch gerne einen lieben Kommentar da, ob das für euch so ging, ob ihr mir folgen konntet oder ob ich mich doch wieder etwas mehr vorbereiten soll, wie das für euch angenehmer ist. Ne? Und genau, kurzes Feedback wäre nett. Würde mich einfach freuen. Und freue mich generell immer über Kommentare von euch. Das ist immer schön, von euch zu hören, zu lesen. Das macht den Kanal auch ein bisschen lebendiger. Und für mich und uns ist es auch einfach ein bisschen schöner, wenn man Kontakt zu euch hat. Ja, und wie immer freue ich mich auch super, wenn ihr mir einfach einen Daumen nach oben gebt für das Video. Das hilft mir, das hilft dem Kanal auch einfach ein bisschen weiter mit der Sichtbarkeit und der Lebendigkeit. Das ist dann auch einfach schön für uns, wenn der Kanal da so ein bisschen von euch so ein bisschen mit unterstützt wird. Natürlich freue ich mich auch immer super, wenn ihr ein Abo da lasst. Damit tut ihr mir auch einen Gefallen. Und vor allen Dingen verpasst ihr kein Video mehr von uns, wenn ihr ein Abo da lasst. Wir machen ja auch ganz, ganz viele andere Dinge. Beim letzten Mal habe ich ja zum Beispiel auch ein Album mal gemacht. Das kann man zum Beispiel auch mit Stampin' Up machen. Durchaus, das werde ich auch auf jeden Fall machen. Mal machen ein Mini-Album aus Briefumschlägen mit Stampin' Up. Das geht ja auch. Und schaut gerne mal in unsere Playlists rein, auch in die Stampin' Up Playlists, was wir alle schon mit Stampin' Up Tolles gemacht haben. Da gibt es viele Ideen, schaut da gerne mal durch. Und auch dieses Video gehört zu unserer aktuellen Verlosung, die noch bis zum 24.11. läuft. Schaut euch das Video dazu gerne mal an, da kriegt ihr die Bedingungen und könnt auch sehen, was ihr gewinnen könnt. Und schaut da gerne mal durch. Und ansonsten noch, wenn ihr noch Fragen habt zu Stampin' Up, zum Bestellen, zum Einziehen Stampin' Up, etc. Schreibt mich gerne an. Meine E-Mail-Adresse blende ich euch wie immer hier unten in der Ecke ein. Und auch in der Videobeschreibung findet ihr immer die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr mich gerne fragen, alles fragen über Stampin' Up oder auch sonst zu diesem Projekt. Schreibt mich einfach an. Ich werde das dann möglichst zeitnah beantworten. Und wenn ihr bei Stampin' Up bestellen wollt, freue ich mich natürlich super, wenn ihr das über mich macht. Und wir können da gerne auch gemeinsam durch den Bestellprozess dann gehen. Und meine Demo-ID, der Link mit meiner Demo-ID ist auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr direkt zur Bestellseite von Stampin' Up und könnt dann direkt über mich als Demonstrator bestellen. Wenn ihr direkt bei Stampin' Up bestellt, könnt ihr mit PayPal oder Kreditkarte bezahlen. Und wenn ihr über mich bestellt, also mit mir zusammen die Bestellung macht und ich für euch eine Kundenbestellung aufgebe, dann könnt ihr auch die klassische Überweisung wählen. Aber das können wir dann alles in Ruhe gemeinsam besprechen. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet wirklich ein bisschen Spaß beim Zuschauen. An dieser Stelle wünsche ich euch wie immer noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Ganz liebe Grüße aus der Basteloase.